Herzlich willkommen zum Sommergruß des Kirchenkreises Walsrode. Heute von der Documenta in Kassel. Ich stehe vor der Elisabethkirche und die Elisabethkirche nimmt teil an der Documenta und hat den Kirchraum freigeräumt und Kunstrasen ausgelegt. Kommen Sie gut rein. Die Documenta ist die weltweit bedeutendste Reihe von Ausstellungen für zeitgenössische Kunst. Sie findet alle 5 Jahre statt und dauert jeweils 100 Tage. Und ihr Standort ist eben Kassel. Mögen Sie Kunst? Haben Sie Kunst zu Hause? Ich bin davon überzeugt, denn wenn Ihr Zuhause eine kunstfreie Zone wäre, dann würden eine Menge Dinge verschwinden, etwa die Literatur. Keine Bücherregale mehr mit Romanen, Dichtbänden oder Poesie. CDs, DVDs würden auch nicht mehr in ihrem Platz stehen. Was ist mit dem Schmuck, dem besonderen Anhänger oder der schönen Kette? Kreiert von Designerinnen, von Goldschmieden, fertigt. Oder mit den getöpferten Kerzenständer oder der stilvollen Glasvase. Und natürlich mit den Bildern an den Wänden. Also, Sie haben Kunst zu Hause. Auf jeden Fall. Aber mit der Kunst ist das ja so eine Sache. Kunst ist zuweilen auffällig und leicht zu verstehen, aber viel öfter auch vieldeutig und auffallend, missverständlich und offen für Interpretation. Jeder Mensch, der sich Kunst anschaut, der bringt seine Vorgeschichte mit. Seine und ihre Sicht der Dinge, das Wissen um Symbole, um Farbenlehre und natürlich nicht zu vergessen den natürlichen Menschenverstand. Wir nennen Gott den Schöpfer, die kreative Schafferin unserer Welt. Gott, der sich durch seine Werke, durch seine Kunst ausdrückt. Gott ist der Kreative schlechthin, der seine Gedanken hineinlegt in seine Schöpfung. Gott drückt sich kreativ aus in seiner Schöpfung. Gott ist somit leidenschaftlich kreativ. Das "Und es war gut" in der Schöpfungsgeschichte berührt und bewegt mich immer wieder. Denn für mich macht das die tiefe Verbindung der Künstlerin Gott zu ihrem Werk aus. Und im Psalm 104 überschlägt sich der Autor fast mit anschaulichen und lebendigen Bildern über die schöpferische Kraft Gottes und beschreibt Gott als Lichtschneider, als Himmelsbaumeister, Windrennfahrer und Feuerkünstler. Psalm 104, die Verse 1 bis 5. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Licht ist das Kleid, das du anhast. Du bereitest den Himmel wie ein Zelt. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einen Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes. Der du machst Winde zu deinen Booten und Feuerflammen zu deinen Dienern. Der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden, dass es nicht wankt immer und ewig. Kunst ist eine wunderbare Möglichkeit, sich auszudrücken. Kunst und Kreativität findet seinen Ausdruck in vielerlei Art und Weise. In der Literatur und Musik genauso wie in der Holzwerkstatt oder der Töpferei. Der eine schreibt, der andere dekoriert gerne oder verbringt Stunden damit, seinen Garten zu gestalten. Eigentlich zählt nämlich nicht, was man tut und ob man es besonders gut macht, ob man besonders gut ist in dem, was man tut, sondern ob man es mit Leidenschaft macht. Denn wer schafft, um anderen zu gefallen, der verfehlt, glaube ich, den eigentlichen Sinn von Kunst. Denn beim kreativen Prozess sollte es nicht um Konkurrenz oder um Leistung gehen, sondern ausschließlich darum, etwas von dem auszuleben, was Gott von seinem Wesen in uns hineingelegt hat. Seine zeitlose, verschwenderische Schöpferliebe. Amen.